Der politische Widerspruch der kritischen Theorie Adornos. Adornos intellektuelle Biografie ist bis in ihre ästhetischen Abstraktionen hinein von der Erfahrung des Faschismus gezeichnet. Die Reflexionsweise dieser Erfahrung, die an den Gebilden der Kunst den unauflösbaren Zusammenhang von Kritik und Leiden abliest, macht die Kompromisslosigkeit des Anspruchs auf Negation aus und weist ihn zugleich in seine Grenzen. In der Reflexion auf die durch die ökonomischen Naturkatastrophen der kapitalistischen Produktion hervorgetriebene faschistische Gewalt weiß das beschädigte Leben, dass es sich der Verstrickung in die ideologischen Widersprüche der bürgerlichen Individualität, deren unwiderruflichen Zerfall es erkannt hat, gleichwohl nicht entziehen kann. Der faschistische Terror produziert nicht nur die Einsicht in den hermetischen Zwangscharakter der hochindustrialisierten Klassengesellschaften, er verletzt auch die Subjektivität des Theoretikers und verfestigt die Klassenschranke seines Erkenntnisvermögens. Das Bewusstsein davon spricht Adorno in der Einleitung der Minima Moralia aus. Die Gewalt, die mich vertrieben hatte, verwehrte mir zugleich ihre volle Erkenntnis. Ich gestand mir noch nicht die Mitschuld zu, in deren Bannkreis gerät, wer angesichts des Unsäglichen, das kollektiv geschah, von Individuellem überhaupt redet. Es scheint, als sei Adorno durch die schneidende Kritik am ideologischen Dasein des bürgerlichen Individuums hindurch unwiderstehlich in dessen Ruine gebannt. Dann aber hätte Adorno die Vereinsamung der Emigration nie wirklich verlassen. Das monadologische Schicksal des durch die Produktionsgesetze der abstrakten Arbeit vereinzelten Individuums spiegelt sich in seiner intellektuellen Subjektivität. Daher vermochte Adorno die private Passion angesichts des Leidens der Verdammten dieser Erde nicht in eine organisierte Parteilichkeit der Theorie zur Befreiung der Unterdrückten umzusetzen. Adornos gesellschaftstheoretische Einsicht, der zufolge das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie anzusehen sei, ließ seine progressive Furcht vor einer faschistischen Stabilisierung des restaurierten Monopolkapitals in regressive Angst vor den Formen praktischen Widerstands gegen diese Tendenz des Systems umschlagen. Er teilte die Ambivalenz des politischen Bewusstseins vieler kritischer Intellektueller in Deutschland, die projizieren, die sozialistische Aktion von links setze das Potenzial des faschistischen Terrors von rechts, das sie bekämpft, überhaupt erst frei. Damit aber ist jede Praxis a priori als blind aktionistisch denunziert und die Möglichkeit politischer Kritik schlechthin boykottiert, nämlich die Unterscheidung zwischen einer im Prinzip richtigen vorrevolutionären Praxis und deren kinderkranken Erscheinungsformen in entstehenden revolutionären Bewegungen. Im Gegensatz zum französischen Proletariat und seinen politischen Intellektuellen fehlen in Deutschland eine ungebrochene Tradition gewaltsamer Resistance und damit die geschichtlichen Voraussetzungen für eine von Irrationalisierungen entlastete Diskussion der historischen Legitimität von Gewalt. Die herrschende Gewalt, die Adornos eigener Analyse zufolge auch nach Auschwitz zur neuen Faschisierung drängte, wäre keine, wenn die marxistische Waffe der Kritik nicht durch die proletarische Kritik der Waffen ergänzt werden müsste. Nur dann ist Kritik das theoretische Leben der Revolution. Dieser objektive Widerspruch in der Theorie Adornos drängte zum offenen Konflikt und ließ die sozialistischen Schüler zu politischen Gegnern ihres philosophischen Lehrers werden. So sehr Adorno die bürgerliche Ideologie des interessenlosen Aufsuchens der Wahrheit als Schein des Tauschverkehrs durchschaute, so sehr misstraute er den Spuren des politischen Richtungskampfes im wissenschaftlichen Dialog. Doch seine kritische Option, ein Denken, dem Wahrheit zukommen soll, müsse aus sich selbst heraus auf die praktische Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ausrichten, verliert an Verbindlichkeit, wenn es sich nicht auch in organisatorischen Kategorien zu bestimmen vermag. Immer weiter entfernte sich Adornos dialektischer Begriff der Negation von der historischen Notwendigkeit einer objektiven Parteilichkeit des Denkens, die in Horkheimers spezifischer Differenzbestimmung der kritischen zur traditionellen Theorie, zumindest in der Programmatik von der dynamischen Einheit des Theoretikers mit der beherrschten Klasse enthalten war.
Die Abstraktion von diesen Kriterien hat Adorno schließlich im Konflikt mit der studentischen Protestbewegung in eine fatale und von ihm selbst kaum durchschaute Komplizität mit den herrschenden Gewalten getrieben. Die Kontroverse bezog sich keineswegs allein auf das Problem privater Praxisabstinenz, sondern das Unvermögen zur Organisationsfrage verweist auf eine objektive Unzulänglichkeit der Theorie Adornos, die dennoch gesellschaftliche Praxis als erkenntniskritisch und gesellschaftstheoretisch zentrale Kategorie unterstellt. Gleichwohl vermittelte die Reflexion Adornos den politisch bewussten Studenten die herrschaftsentschleiernden Emanzipationskategorien, die unausdrücklich den veränderten geschichtlichen Bedingungen revolutionärer Situationen in den Metropolen entsprechen, welche nicht mehr aus unmittelbaren Verleumdungserfahrungen bestimmt werden können. Adornos mikrologische Verleugnung kann das nur heißen. Ist das nicht korrigiert in dem Text? Steht noch Verleumdung, das ist Quatsch. Ja. Ist das verbessert, handschriftlich, mit Verleugnung? Mhm. Muss man das, ja, das ist wichtig. Ja, ich lese den Satz nochmal. Mhm. Gleichwohl vermittelte die Reflexion Adornos den politisch bewussten Studenten die herrschaftsentschleiernden Emanzipationskategorien, die unausdrücklich den veränderten geschichtlichen Bedingungen revolutionärer Situationen in den Metropolen entsprechen, welche nicht mehr aus unmittelbaren Verleugnungserfahrungen bestimmt werden können. Aber ich finde, Verleumdung passt auch inhaltlich. Vielleicht heißt es Verleumdung. Ich denke aber eher, es ist eine Fehlleistung der Rundschau-Drucker-Setzer. Kann man sich drüber streiten, wie das zu deuten ist. Ich würde sagen, es ist eine Verleugnung, es ist Erfahrung. Adornos mikrologische Darstellungskraft förderte aus der Dialektik von Warenproduktion und Tauschverkehr die verschüttete emanzipative Dimension der marxischen Kritik der politischen Ökonomie zutage, deren Selbstbewusstsein als einer revolutionären Theorie, also einer Lehre, deren Aussagen die Gesellschaft unter dem Aspekt radikaler Veränderungen konstruieren, den marxistischen Wirtschaftstheoretikern der Gegenwart zumeist verloren gegangen ist. Adornos wesenslogische Reflexion auf die Kategorien der Verdinglichung und Fetischisierung, der Mystifikation zweiter Natur, überlieferte das Emanzipationsbewusstsein des westlichen Marxismus der 20er und 30er Jahre. Korschs und Lukács, Horkheimers und Marcuses, wie er sich in Opposition zum offiziellen Sowjetmarxismus ausbildete. Ursprung und Identität entschlüsselte Adorno in seiner Philosophiekritik der fundamental-ontologischen Seins- und positivistischen Faktizitätsideologie als Herrschaftskategorie der Zirkulationssphäre, deren liberale Legitimationsdialektik bürgerlicher Sittlichkeit, der Schein des gerechten Tausches gleicher Warenbesitzer, sich längst aufgelöst hat. Doch dasselbe theoretische Instrumentarium, vermittels dessen Adorno diese gesamtgesellschaftliche Erkenntnis zu realisieren vermochte, verstellte ihm auch den Blick auf die historische Möglichkeit einer befreienden Praxis. In seiner Ideologiekritik am Tod des bürgerlichen Individuums zittert ein Moment berechtigter Trauer nach. Doch über diese radikalisierte letzte Bürgerlichkeit seines Denkens konnte Adorno im Hegelschen Sinn dieses Begriffs nicht immanent hinausgehen. Er blieb an sie mit furchtsamem Blick auf die schreckliche Vergangenheit fixiert. Das immer zu spät kommende Bewusstsein dessen, der erst in der Dämmerung zu begreifen anfängt. Adornos Negation der spätkapitalistischen Gesellschaft ist abstrakt geblieben und hat sich dem Erfordernis der Bestimmtheit der bestimmten Negation verschlossen. Jener dialektischen Kategorie, also, der er sich aus der Tradition Hegels und Marxens verpflichtet wusste. Der Praxisbegriff des historischen Materialismus wird in seinem letzten Werk der negativen Dialektik nicht mehr auf den sozialen Wandel seiner geschichtlichen Formbestimmungen hin befragt, den bürgerlichen Verkehrs- und proletarischen Organisationsformen. In seiner kritischen Theorie spiegelt sich das Absterben der Klassenkämpfe als Verkümmerung der materialistischen Geschichtsauffassung. Zwar war einst für Horkheimer die Zurechnung der Theorie zur befreienden Praxis des Proletariats programmatisch, doch die bürgerliche Organisationsform der kritischen Theorie brachte schon damals Programm und Durchführung nicht zur Deckung. Die
Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch den Faschismus und ihre scheinbar unwiderrufliche Integration in der Rekonstruktion des westdeutschen Nachkriegskapitalismus veränderten den Sinn der Begriffe der kritischen Theorie. Sie mussten notwendig an Bestimmtheit verlieren, doch vollzog sich dieser Abstraktionsprozess blind. Die konkrete und materiale Geschichte, die Adorno dem geschichtslosen Begriff der Geschichte, der Geschichtlichkeit Heideggers kritisch entgegensetzte, wanderte immer mehr aus seinem Begriff gesellschaftlicher Praxis aus und ist in seinem letzten Werk, der negativen Dialektik, derart verdunstet, dass sie der transzendentalen Armut der heideggerschen Kategorie assimiliert erscheint. Zwar bestand Adorno in seinem Referat auf dem Deutschen Soziologentag zu Recht mit Nachdruck auf einer Geltung der marxistischen Orthodoxie. Die industriellen Produktivkräfte seien immer noch in kapitalistischen Produktionsverhältnissen organisiert und die politische Herrschaft beruhe nach wie vor auf der ökonomischen Ausbeutung der Lohnarbeiter. Doch so sehr seine Orthodoxie auch im Konflikt mit der herrschenden westdeutschen Soziologie auf jener Tagung geriet, so musste sie doch folgenlos bleiben, denn die kategorialen Formen waren nicht auf die materielle Geschichte bezogen. Dieser fortschreitende Abstraktionsprozess von der geschichtlichen Praxis hat Adornos kritische Theorie in die kaum noch legitimierbaren Kontemplationsformen der traditionellen Theorie zurückverwandelt. Der Traditionalisierungsprozess seines Denkens erweist seine Theorie als eine altgewordene Gestalt der Vernunft in der Geschichte. Die materialistische Dialektik der gefesselten Produktivkräfte reflektiert auf der Ebene seines Denkens in die Vorstellung der sich selber fesselnden Theorie, welche unentrinnbar in die Immanenz ihrer Begriffe verstrickt ist. Ist das Zeitalter der Interpretation der Welt vorüber und gilt es, sie zu verändern, dann nimmt die Philosophie Abschied. Nicht die erste Philosophie ist an der Zeit, sondern eine letzte. Diese letzte Philosophie Adornos hat sich von ihrem Abschied nicht verabschieden wollen und können. Sie reproduziert, und mit der Kategorie der negativen Ontologie stellt er es ja auch fest, was implizit in der marxischen Darstellungsweise angelegt ist: Begriff ist Identität. Als solche Identität ist sie von derselben logischen Struktur wie der Tauschverkehr. Das heißt, nominalistische Abstraktion vom Besonderen und doch zugleich daseinende Abstraktion. Adornos Theorie vom Begriff hat überhaupt erst wieder die Gesellschaft als eine kategorial verfasste durchschaubar gemacht, was etwa in den positivistischen Theorien, die die Gesellschaft als ein Feld unverbundener sozialer Tatsachen, aus denen das Begreifen gesellschaftlicher Beziehungen ausgemerzt ist, untergeht. Was etwa in den positivistischen Theorien untergeht. Also, Adornos Theorie vom Begriff hat überhaupt erst wieder die Gesellschaft als eine kategorial verfasste durchschaubar gemacht, was etwa in den positivistischen Theorien, die die Gesellschaft mit als ein Feld unverbundener sozialer Tatsachen, aus denen das Begreifen gesellschaftlicher Beziehungen ausgemerzt ist, untergeht. Eine Frage taucht dann auf, die Habermas im Anschluss an Adorno, Horkheimer, Marcuse und Bloch gestellt hat: Wenn der Begriff von seiner Bildung her notwendig gebunden ist an die Identitätsstruktur der abstrakten Arbeit des Tauschverkehrs in der Warenproduktion, und damit notwendig natürlich auch an die Unterdrückungs- und Ideologisierungsmomente, die darin eingehen, ob darin nicht ein utopisches, und zwar ein romantisch-utopisches Moment geschichtsphilosophisch eingeht, nämlich das der völlig neuen Technik und der völlig neuen Wissenschaft. In dem Zusammenhang wäre etwa auch das Versöhnungsmoment, das ja in das Verhältnis von Subjekt-Objekt bei Adorno eingeht, zu diskutieren. Das heißt, hier führt die Erkenntnistheorie über die Frage der konkreten Utopie auch geschichtsphilosophisch über in die Frage. An der erkenntnistheoretischen abstrakten Frage des Konstitutionsproblems
wird der unmittelbar praktische Mangel der kritischen Theorie entscheidend, weil der Klassenantagonismus nicht theoretisch wirklich in die Bildung dieser Theorie eingeht. Die politische Organisation des Proletariats ist auch ein anderer Rahmen der Apperzeption gegenstandskonstitutiver Praxis, und zwar eine Apperzeption, die zwar noch von der Irrationalität abstrakter Arbeit durchsetzt sein mag, andererseits aber schon Aufhebungen abstrakter Arbeit enthält, also eine Art solidarischer Verkehrsformen, Aufhebung von Isolierungen und Atomisierungen der Individuen gegeneinander, was dann auch eine andere Einheit der Wahrnehmungs- und Begriffswelt herbeiführt. Das heißt, das Elend der kritischen Theorie ist auf einer bestimmten Ebene einfach auch das Fehlen der Organisationsfrage. Und das hängt eben mit dieser klassentheoretischen Frage zusammen. Die Erfahrung des Faschismus scheint der kritischen Theorie und Adorno suggeriert zu haben, dass kollektive Praxis notwendig bewusstseinsdestruktiv ist, dass sich in kollektiver Praxis geradezu die Klasse zur Masse zersetzt, in diesem naturzuständlichen Sinne, den der Begriff auch hat. Zwar geht die Zerfallsgeschichte des bürgerlichen Individuums in die Reflexion ein, aber nicht die Umstrukturierung und der Strukturwandel, den der Begriff der lohnabhängigen Klasse auch seinem Dasein nach insgesamt erfahren hat. Zwar wird auf kulturkritischer Ebene in abstracto festgestellt, dass Ideologie geradezu heute eine Produktivkraft geworden ist, aber die konkrete Reflexion auf Wissenschaft als Produktivkraft, auf die Veränderung des Verhältnisses von geistiger und körperlicher Arbeit, etwa im Rahmen der lohnabhängigen Klasse, wird nicht mitgemacht. Im Grunde genommen ist die resignative Position bis hin zur Aussage von der fixierten Integration der Arbeiterklasse ins kapitalistische System orientiert an einem traditionellen Begriff des unmittelbaren Industrieproletariats, der eventuell die Formen der Veränderung des Gesamtarbeiters nicht mehr trifft. Die Reflexionen, die Marx zum Beispiel angestellt hat in den Grundrissen oder auch in einigen Kapiteln in den Theorien über den Mehrwert, legen ja nahe, dass es sich hier um einen Vergesellschaftungsprozess der produktiven Arbeit, kapitalproduktiven Arbeit und des kapitalistischen Privateigentums auf dem Boden der kapitalistischen Produktionsweise selber handelt, der also Arbeit und Arbeitszeit in ihrer Wertbedeutung relativiert. Ich glaube nicht, dass man dann von einer zweiten Mehrwertquelle sprechen kann, aber die Realität des Produktionsprozesses fällt nicht mehr zusammen mit dem Arbeitsprozess. Wenn das so ist, er meint den unmittelbaren Produktionsprozess, wenn das so ist, wenn der Widerspruch von Vergesellschaftung und Privateigentum, von gesellschaftlicher Arbeit und Privatarbeit mit dem Monopolkapital eine qualitativ neue Dimension entfaltet hat, und zwar so, dass er zur Erscheinung kommt, mit der Aktiengesellschaft kommt Marx zufolge dieser Widerspruch zur Erscheinung und mit der technologischen Umsetzung der Wissenschaften ins kapitalfixierte Maschinensystem. Und wenn Marx sagt, dass damit auch, denn es gibt Aussagen expliziter Art, der Begriff der produktiven Arbeit sich erweitert und sich auch über das Einzelatelier der unmittelbaren Fabrik hinaus erweitert, dann hat sich auch gewissermaßen die Totalität der proletarischen Klasse insgesamt erweitert. Ich stelle diese Reflexion nur an, um aufzuzeigen, dass es aus der Theorie Adornos, der gewissermaßen auf den Strukturwandel der an sich seienden Lage der arbeitenden Klasse nicht reflektiert, nur die Konsequenz geben kann, dass Einzelsubjekte als wirklich fiktive Zeugen einer dialektischen Vergangenheit noch die Erinnerung an Emanzipation aufrechterhalten können auf der einen Seite, dass auf der anderen Seite, wenn man nicht Teile der wissenschaftlichen Intelligenz, auch der etwa in den Akademien und Universitäten organisierten, objektiv dem gesamtgesellschaftlichen Lohnarbeiter zurechnet, es kaum möglich ist, die Erinnerung an Emanzipation und Ausbeutung zu mobilisieren. Es ist auch Index, dass die Produktion, Marx sagt, das Reich der Freiheit beginnt jenseits der materiellen Produktion, beim gegenwärtigen Zivilisations- und Kulturstand selbst schon ein enormes Ausmaß an Immaterialität erreicht hat, dass aber nur so kulturindustriell eingesetzt wird, dass die Massen an die unmittelbare materielle Existenzsicherung und Bedürfnisbefriedigung fixiert werden. Das heißt also, Kultur, die den Bereich unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung transzendiert, wird gerade ihr Gegenteil bezweckend eingesetzt, nämlich zur Fixierung an unmittelbare materielle Bedürfnisbefriedigung. All diese Fragen sind meiner Ansicht nach nicht in ein angemessenes parteiliches Totalitätsbewusstsein als Klassenbewusstsein umzusetzen,
wenn man an einem traditionellen Begriff des unmittelbaren Industrieproletariats festhält, das heißt, gleichsam sich an das Heer der werktätigen Maschinenarbeiter fixiert. Die Theorie des individuellen Klassenverrats ist der wissenschaftlichen Intelligenz historisch nicht mehr adäquat. Die wissenschaftliche Intelligenz muss als Organisierte in den Klassenkampf eingehen. Sie repräsentiert auch nicht mehr, insofern sie geistige Arbeit leistet und geistige Arbeit an sich kapitalrepräsentativ ist, irgendwie bürgerliches Kulturbewusstsein. Auch das hat die positivistische Zerstreuung der Einzelwissenschaften vernichtet. Ich würde sagen, gerade aufgrund der positivistischen Zerstreuung der Einzelwissenschaften kann geistige Arbeit sich sehr viel eher als ausgebeuteter Produzent erfassen, dem sein wissenschaftliches Produkt als fremde Macht gegenübertritt und nicht im Grunde genommen als privilegierter Teilnehmer am Kulturprodukt. Im SDS wird nach wie vor ein orthodoxes Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und Proletariat unterstellt, wobei die wissenschaftliche Intelligenz aus den individualisierten Formen bürgerlichen Klassenverrats nicht herauskommen kann und notwendig im Kleinbürgertum versackt. Die kleinbürgerlichen Erscheinungsformen, die zum Beispiel sich in der Bewegung produziert haben, sind nicht mehr im Rahmen klassischer Kleinbürgerkategorien zu interpretieren. Kleinbürgerliche Verfallsformen haben die Arbeiterbewegung aller Zeiten produziert und reproduziert bis in den Übergang zum Faschismus. Ich glaube, dass bislang auch alle strategischen Anweisungen so verfahren, bis hin zu denjenigen, die neue Arbeiterklassenvorstellungen definieren wollen, also etwa denen Serge Mallets und auch Oskar Negts soziologische Fantasie und exemplarisches Lernen, dass sie in der Tat sich auf klassische Agitation und Propagandamuster beschränken, die sich nur und ausschließlich auf das Industrieproletariat beziehen und meinen, dieses könne die Totalität des Klassenbewusstseins, also in der Wahrnehmung der Produktions- und Herrschaftstotalität der Gesellschaft, produzieren. Dies ist einfach falsch. Ohne eine Organisation der wissenschaftlichen Intelligenz, des Heeres der Industriearbeiter und produktiven Angestellten, ohne eine gemeinsame Organisation, wird sicherlich nicht die Totalität des Klassenbewusstseins wiederzugewinnen sein. Es gibt in der Erfahrung der Adornoschen Theorie und auch in seinen eigenen persönlichen Verhaltensweisen etwas, das man als eine sehr widersprüchliche Wirkung von Ohnmacht auf die Studentenbewegung erklären könnte. Also auf der einen Seite hat Adorno etwas vermittelt, das für die Studentenbewegung dann geradezu umgekehrt nicht resignations-, sondern aktionskonstitutiv war. Eine Ohnmachtserfahrung gegenüber den technologisierten und bürokratischen Institutionen und Administrationen der spätkapitalistischen Welt. Dieses Ohnmachtsmoment war auch etwas Aktionskonstitutives für die Studentenbewegung, wie es umgekehrt als individuelle Ohnmachtserklärung und aus dem Erfahrungshintergrund des Faschismus die produktive Furcht vor einer faschistischen Restabilisierung des Monopolkapitals war, die sich in regressive Angst von des Widerstands umsetzt. Auf der anderen Seite hat also auch diese Ohnmachtserfahrung Konfliktmomente eben mit Adorno hervorgerufen. Biografische Erfahrung und die Konstitution von Theorie, individuelle Lebensgeschichte und theoretische Bildungsgeschichte sind bei Adorno unmittelbar eins gewesen. Der politische Widerspruch der kritischen Theorie Adornos. Dieser Aufsatz erschien von Hans-Jürgen Krahl anlässlich des Todes von Theodor Wiesengrund Adorno am 13.08.1969 in der Frankfurter Rundschau. Adornos intellektuelle Biografie ist bis in ihre ästhetischen Abstraktionen hinein von der Erfahrung des Faschismus gezeichnet. Die Reflexionsweise dieser Erfahrung, die an den Gebilden der Kunst den unauflösbaren Zusammenhang von Kritik und Leiden abliest, macht die Kompromisslosigkeit des Anspruchs auf Negation aus und weist ihn zugleich in seine Grenzen. In der Reflexion auf die durch die ökonomischen Naturkatastrophen der kapitalistischen Produktion
hervorgetriebene faschistische Gewalt, weiß das sogenannte beschädigte Leben, dass es sich der Verstrickung in die ideologischen Widersprüche der bürgerlichen Individualität, deren unwiderruflichen Zerfall es erkannt hat, gleichwohl nicht entziehen kann. Der faschistische Terror produziert nicht nur die Einsicht in den hermetischen Zwangscharakter der hochindustrialisierten Klassengesellschaften. Er verletzt auch die Subjektivität des Theoretikers und verfestigt die Klassenschranke seines Erkenntnisvermögens. Das Bewusstsein davon spricht Adorno in der Einleitung der Minima Moralia aus, wo er schreibt: Die Gewalt, die mich vertrieben hatte, verwehrte mir zugleich ihre volle Erkenntnis. Ich gestand mir noch nicht die Mitschuld zu, in deren Bannkreis gerät, wer angesichts des Unsäglichen, das kollektiv geschah, von Individuellem überhaupt redet. So Adorno. Es scheint, als sei Adorno durch die schneidende Kritik am ideologischen Dasein des bürgerlichen Individuums hindurch unwiderstehlich in dessen Ruine gebannt. Dann aber hätte Adorno die Vereinsamung der Emigration nie wirklich verlassen. Das monadologische Schicksal des durch die Produktionsgesetze der abstrakten Arbeit vereinzelten Individuums spiegelt sich in seiner intellektuellen Subjektivität. Daher vermochte Adorno die private Passion angesichts des Leidens der Verdammten dieser Erde nicht in eine organisierte Parteilichkeit der Theorie zur Befreiung der Unterdrückten umzusetzen. Adornos gesellschaftstheoretische Einsicht, der zufolge, wie er sagt, das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie anzusehen sei, ließ seine progressive Furcht vor einer faschistischen Stabilisierung des restaurierten Monopolkapitals in regressive Angst vor den Formen praktischen Widerstands gegen diese Tendenz des Systems umschlagen. Er teilte die Ambivalenz des politischen Bewusstseins vieler kritischer Intellektueller in Deutschland, die projizieren, die sozialistische Aktion von links setze das Potenzial des faschistischen Terrors von rechts, das sie bekämpft, überhaupt erst frei. Damit aber ist jede Praxis a priori als blind aktionistisch denunziert und die Möglichkeit politischer Kritik schlechthin boykottiert, nämlich die Unterscheidung zwischen einer im Prinzip richtigen vorrevolutionären Praxis und deren kinderkranken Erscheinungsformen in entstehenden revolutionären Bewegungen. Im Gegensatz zum französischen Proletariat und seinen politischen Intellektuellen fehlen in Deutschland eine ungebrochene Tradition gewaltsamer Resistance und damit die geschichtlichen Voraussetzungen für eine von Irrationalisierungen entlastete Diskussion der historischen Legitimität von Gewalt. Die herrschende Gewalt, die Adornos eigener Analyse zufolge auch nach Auschwitz zur neuen Faschisierung drängte, diese herrschende Gewalt wäre keine, wenn die marxistische sogenannte Waffe der Kritik nicht durch die proletarische sogenannte Kritik der Waffen ergänzt werden müsste. Nur dann ist Kritik das theoretische Leben der Revolution. Dieser objektive Widerspruch in der Theorie Adornos drängte zum offenen Konflikt und ließ die sozialistischen Schüler zu politischen Gegnern ihres philosophischen Lehrers werden.
So sehr Adorno die bürgerliche Ideologie des interesselosen Aufsuchens der Wahrheit als Schein des Tauschverkehrs durchschaute, so sehr misstraute er den Spuren des politischen Richtungskampfes im wissenschaftlichen Dialog. Doch seine kritische Option, ein Denken dem Wahrheit zukommen soll, müsse sich aus sich selbst heraus auf die praktische Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ausrichten. Diese seine kritische Option verliert an Verbindlichkeit, wenn es sich nicht auch in organisatorischen Kategorien zu bestimmen vermag. Immer weiter entfernte sich Adornos dialektischer Begriff der Negation von der historischen Notwendigkeit einer objektiven Parteilichkeit des Denkens, die in Horkheimers spezifischer Differenzbestimmung der kritischen zur traditionellen Theorie, zumindest in der Programmatik, von der sogenannten dynamischen Einheit des Theoretikers mit der beherrschten Klasse enthalten war. Die Abstraktion von diesen Kriterien hat Adorno schließlich im Konflikt mit der studentischen Protestbewegung in eine fatale und von ihm selbst kaum durchschaute Komplizität mit den herrschenden Gewalten getrieben. Die Kontroverse bezog sich keineswegs allein auf das Problem privater Praxisabstinenz, sondern das Unvermögen zur Organisationsfrage verweist auf eine objektive Unzulänglichkeit der Theorie Adornos, die dennoch gesellschaftliche Praxis als erkenntniskritisch und gesellschaftstheoretisch zentrale Kategorie unterstellt. Gleichwohl vermittelte die Reflexion Adornos den politisch bewussten Studenten die herrschaftsentschleiernden Emanzipationskategorien, die unausdrücklich den veränderten geschichtlichen Bedingungen revolutionärer Situationen in den Metropolen entsprechen, welche nicht mehr aus unmittelbaren Verleugnungserfahrungen bestimmt werden können. Adornos mikrologische Darstellungskraft förderte aus der Dialektik von Warenproduktion und Tauschverkehr die verschüttete emanzipative Dimension der marxischen Kritik der politischen Ökonomie zutage, deren Selbstbewusstsein als einer revolutionären Theorie, also einer Lehre, deren Aussagen die Gesellschaft unter dem Aspekt radikaler Veränderung konstruieren, den marxistischen Wirtschaftstheoretikern der Gegenwart zumeist verloren gegangen ist. Adornos wesenslogische Reflexion auf die Kategorien der Verdinglichung und Fetischisierung, der Mystifikation und zweiten Natur überlieferte das Emanzipationsbewusstsein des westlichen Marxismus der 20er und 30er Jahre, Korschs und Lukács, Horkheimers und Marcuses, wie er sich in Opposition zum offiziellen Sowjetmarxismus ausbildete. Ursprung und Identität entschlüsselte Adorno in seiner Philosophiekritik der fundamental-ontologischen Seins- und positivistischen Faktizitätsideologie als Herrschaftskategorie der Zirkulationssphäre, deren liberale Legitimationsdialektik bürgerlicher Sittlichkeit, der Schein des gerechten Tausches gleicher Warenbesitzer, sich längst aufgelöst hat. Doch dasselbe theoretische Instrumentarium, vermittels dessen Adorno diese gesamtgesellschaftliche Erkenntnis zu realisieren vermochte, verstellte ihm auch den Blick auf die historischen Möglichkeiten einer befreienden Praxis. In seiner Ideologiekritik am Tod des bürgerlichen Individuums zittert ein Moment berechtigter Trauer nach. Doch über diese radikalisierte letzte Bürgerlichkeit seines Denkens konnte Adorno im Hegelschen Sinn dieses Begriffs nicht immanent hinausgehen. Er blieb an sie mit furchtsamem Blick auf die schreckliche Vergangenheit fixiert.
das immer zu spät kommende Bewusstsein dessen, der erst in der Dämmerung zu begreifen anfängt. Adornos Negation der spätkapitalistischen Gesellschaft ist abstrakt geblieben und hat sich dem Erfordernis der Bestimmtheit der bestimmten Negation verschlossen, jener dialektischen Kategorie also, der er sich aus der Tradition Hegels und Marxens verpflichtet wusste. Der Praxisbegriff des historischen Materialismus wird in seinem letzten Werk, der sogenannten negativen Dialektik, nicht mehr auf den sozialen Wandel seiner geschichtlichen Formbestimmungen hin befragt. Den bürgerlichen Verkehrs- und proletarischen Organisationsformen. Seinen geschichtlichen Formbestimmungen. In seiner kritischen Theorie spiegelt sich das Absterben der Klassenkämpfe als Verkümmerung der materialistischen Geschichtsauffassung. Zwar war einst für Horkheimer die Zurechnung der Theorie zur befreienden Praxis des Proletariats programmatisch, doch die bürgerliche Organisationsform der kritischen Theorie brachte schon damals Programm und Durchführung nicht zur Deckung. Die Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch den Faschismus und ihre scheinbar unwiderrufliche Integration in der Rekonstruktion des westdeutschen Nachkriegskapitalismus veränderten den Sinn der Begriffe der kritischen Theorie. Sie mussten notwendig an Bestimmtheit verlieren, doch vollzog sich dieser Abstraktionsprozess blind. Die konkrete und materiale Geschichte, die Adorno dem sogenannten geschichtslosen Begriff der Geschichte, der Geschichtlichkeit Heideggers, kritisch entgegensetzte, diese konkrete und materiale Geschichte wanderte immer mehr aus seinem Begriff gesellschaftlicher Praxis aus und ist in seinem letzten Werk der negativen Dialektik derart verdunstet, dass sie der transzendentalen Armut der heideggerschen Kategorie assimiliert erscheint. Zwar bestand Adorno in seinem Referat auf dem Deutschen Soziologentag zu Recht mit Nachdruck auf einer Geltung der marxistischen Orthodoxie. Die industriellen Produktivkräfte seien immer noch in kapitalistischen Produktionsverhältnissen organisiert und die politische Herrschaft beruhe nach wie vor auf der ökonomischen Ausbeutung der Lohnarbeiter. Doch so sehr seine Orthodoxie auch in Konflikt mit der herrschenden westdeutschen Soziologie auf jener Tagung geriet, so musste sie doch folgenlos bleiben, denn die kategorialen Formen waren nicht auf die materiale Geschichte bezogen. Dieser fortschreitende Abstraktionsprozess von der geschichtlichen Praxis hat Adornos kritische Theorie in die kaum noch legitimierbaren Kontemplationsformen der traditionellen Theorie zurückverwandelt. Der Traditionalisierungsprozess seines Denkens erweist seine Theorie als eine altgewordene Gestalt der Vernunft in der Geschichte. Die materialistische Dialektik der gefesselten Produktivkräfte reflektiert auf der Ebene seines Denkens in die Vorstellung der sich selber fesselnden Theorie, welche unentrinnbar in die Immanenz ihrer Begriffe verstrickt ist. Zitat: Ist das Zeitalter der Interpretation der Welt vorüber und gilt es, sie zu verändern, dann nimmt die Philosophie Abschied. Nicht die erste Philosophie ist an der Zeit, sondern eine letzte. So Adorno. Diese letzte Philosophie Adornos hat sich von ihrem Abschied nicht verabschieden wollen und können.